Ja, hallöchen ihr Lieben, eure Tati ist wieder da. Heute möchte ich mit euch ein moldawisches Gericht, ein traditionelles Gericht kochen, und zwar Seama. Wie das geht, gleich nach dem Intro. Bleibt dabei! Willkommen zurück, ihr Lieben. Jetzt geht's los. Und zwar, ich habe die Zutaten vorbereitet für Seama. Ihr seht hier die Kartoffeln, Porree, eine Stange Porree, Karotten, Sellerie. Ich habe Suppennudeln dabei, ein Bund Petersilie. Das alles kommt dann nachher, nach dem ersten Schritt, weil der erste Schritt muss erstmal das Huhn gekocht werden. Und daraus entsteht auch die leckere Brühe, woraus wir dann später dann die Suppe machen. Ne? So, es geht los mit dem ersten Schritt, und zwar das Huhn kommt in den Topf. Hab gewaschen, vorbereitet alles, jetzt kommt in den Topf. Ich nehme immer das Schnellkochtopf, man kann auch einen normalen Topf kochen. Die Kochzeit in den Schnellkochtopf sind von 25 bis 35 Minuten. In einem normalen Topf braucht man ein bisschen länger, und zwar bis zu 1,5 Stunden muss das kochen. Ne? So, jetzt habe ich das Huhn hier. Paprika kommt dazu. Ich schneide die Paprika ein bisschen, sodass dieser Saft von der Paprika da rauskommt beim Kochen. Das kommt dazu. Die Zwiebel mache ich auch einen kleinen Schnitt. So, das kommt auch. Dann habe ich die Lorbeerblätter, die sind sehr wichtig für den Geschmack. Und was ich noch dazu gebe, das sind 2 Esslöffel Salz, kommen auch dazu. Und Pfeffer. So. Wasser, ungefähr 4 Liter, da ich mein ganzes Huhn hier habe, ist ein bisschen weniger Wasser. Nachher, wenn die Brühe fertig ist, werde ich noch ein bisschen Wasser nachschütten. Ne? So. So sieht es aus. Jetzt kommt auf den Herd. Tada! Ja, während Essen, dann bereite ich die anderen Sachen vor. Und zwar, ich fange an mit Kartoffelschälen, alles hier klein schneiden. Und ja, und dann die nächsten Schritte, dann erzähle ich nach und nach, ja? So. Meine Oma hat mir immer gesagt, dass die Hühnersuppe, die sie zubereitet und generell die in Moldawien zubereitet wird, das ist nicht nur ein Nahrungsmittel, das ist auch Medizin. Das ist gut gegen Grippe, was hat sie noch gesagt, Nieren und auch... Wenn man Magenprobleme, Schmerzen hat, Schwierigkeiten, und das, sie hat gesagt, das ist die beste Medizin. Ne? Und wenn ich so heute so lese, dass viele Ärzte auch dann bestätigen, dass etwas Wahres da drin ist, und dann bin ich so happy, dass meine Oma mir solche Sachen dann so weitergegeben hat. Und so wie man dann beobachtet, oder fast in alle Sprachen, so Suppe, das Wort Suppe ist international, in alle Sprachen hört sich fast gleich an. Und ich habe dann über die Bedeutung nachgeguckt, was das heißt. Und das ist tatsächlich schlürfen, trinken, saufen, also das ist dann die Bedeutung des Wortes. Und das ist wahrscheinlich aus dem Grund so genannt worden, weil... Die Suppe oder die Ursuppe wurde am Anfang getrunken, da keinen Löffel gab es. Und die wurde einfach geschlürft. So, ihr Lieben, die Brühe ist fertig. Die Kamera kann einmal hier näher kommen und gucken, wie das aussieht. Das riecht auch richtig gut aus. Ich nehme die Zwiebel raus. Die schmeiße ich auch nachher weg. Sie war nur hier, um den Geschmack für die Brühe zu geben. So, jetzt nehme ich raus.
Auch die Paprika nehme ich raus. Die war auch für den Geschmack da. Nehme ich raus. Okay. Ja, und mein Hühnchen muss auch raus hier natürlich. Fertig, voilà. Jetzt, meine Lieben, alles, was ich hier geschnitten habe, die Karotten, die Kartoffeln, die Sellerie, Porree oder die Zwiebel, kommt darauf an, wer was da zu Hause hat, Zwiebel oder Porree. Ich habe Porree in meinem Fall genommen. Die kommen alle jetzt in eine Brühe zusammen und die Nudeln, die Suppennudeln, kommen auch noch dazu. Schon mal vorsichtig, weil das ist so heiß. Nudeln kommen dazu. Und ab auf dem Herd. Es wird weitergekocht. Jetzt habe ich das ganze Gemüse da, die Nudeln. Das muss nochmal auf dem Schnellkochtopf wird dann nochmal so bis 8 Minuten, 8 bis 10 Minuten kochen. Aber auf normalen Topf, das wird dann nochmal halbe Stunde. So 20 Minuten bis halbe Stunde, bis die Kartoffeln dann gar sind. Und wie ich dann die Kartoffel kontrolliere, ich gehe immer mit einer Gabel durch. Und wenn die Kartoffel durch ist, dann ist die Suppe auch fertig. Das ist der zweite Schritt, weil da kommt noch das dritte Schritt. Und das ist dann die Petersilie und dann die Gewürze. Dann, so, das kommt dann zum Schluss. Das zeige ich euch nachher. Erstmal müssen wir jetzt die Gemüse kochen. Bis gleich, ihr Lieben. So, ihr Lieben, ich habe jetzt das Fleisch, wie man sieht, habe schon zerlegt, das ganze Huhn. Jetzt haben wir noch das letzte Schritt noch zu machen. Das heißt, kommt das Fleisch noch rein, die Petersilie, Zitronensaft oder ich habe jetzt hier zwei Zitronen gepresst und habe so Zitronensaft. Oder man kann auch normal Zitronensaft nehmen, so drei Esslöffel voll. Das ist dann sehr wichtig für die Suppe, weil das gibt so einen säuerlichen Geschmack und das schmeckt so richtig gut. Okay, dann kommt mal mit. So, da sind meine Gemüse, die sehen super aus, ist fertig. Jetzt kommt noch das Fleisch dazu. Versuch mal so nicht zu schlabbern. Fleisch dazu. Dann kommt noch die Petersilie. So. Da kommt die Petersilie noch. Und ich darf auch nicht vergessen, ich brauche auch einen Löffel Senf. Das ist sehr, sehr wichtig. Drei Esslöffel Senf mache ich. So. Ein. Senf. Und als letzte kommt meine Zitrone oder Zitronensaft.
Jeder kann dann für sich noch Salz und Pfeffer noch reinmachen. Ich muss einmal umrühren wegen dem Senf. Jetzt lasse ich noch 2 Minuten alles leicht köcheln. Et voilà, die Suppe ist fertig, ihr Lieben. Guten Appetit wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich habe richtig, richtig, richtig viel Spaß gehabt. Ja, die Peperoni, wie ich gesagt habe, darf nicht fehlen. Man beißt dann ganz leicht und dann wird eingetunken. Ne? So, dann nicht vergessen, ihr Lieben, mich abonnieren, liken. Ich würde mich auf eure Vorschläge sehr, sehr, sehr freuen. Und bis bald. Bleibt gesund und wir sehen uns bald. Tschüssi, meine Lieben.